3-1 an Charlie 2, Kommandeur. Kommandeur hört. Landezone in Sicht. Sieht aus, als wären unsere Jungs pünktlich, Kane. Verstanden, 3-1. Hitman-Teams bereit zum Angriff. Sie haben grünes Licht. Colonel, wir haben vielleicht ein Problem. Zu spät, Laswell. Sind aktiv. Nicht, bis ich es sage. Watcher an 3-1, hören Sie? Station Chief Laswell, schießen Sie los. General Barkov hat neues Chlorgas in sein Lager geschickt. Aber seine Söldner wollen es heute Nacht per Konvoi nach Ursikstan bringen. Sie haben weiterhin Angriffsfreigabe, aber Beschuss von russischem Militär ist tabu. Wir können uns keinen internationalen Zwischenfall erlauben. Keine Garantie, dass die russische Armee still hält. Okay. Verstanden, Alex. Finden Sie Edgar, Barkov, Lasser und wir müssen uns beeilen. Barkovs Leute transportieren das Gas heute Nacht. Wie stehen die Chancen, dass wir auf General Barkov treffen? Wie würde sich ein russischer General nicht mal begraben lassen? Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu diesem neuen Let's Play. Wir sind hier bei Call of Duty Modern Warfare, dem gerade neu erschienenen Teil, und sind in der Kampagne. Ich höre zwei. Die suchen uns. Zwei Söldner, keine Uniform. Bleiben schön ruhig. Bis wir das Kommando kriegen. Die sind fällig. Holt sie euch. Wir sind sicher. Verstanden. Ja, haben unsere Leute gemacht. Auch gut. Und Gelände beobachten. Echo 3-1 an Blue Viking 5. Feuer frei. Bereithalten für Zielbestätigung. Verstanden, 3-1. Viking hält sich bereit. Checken wir die Gegend und vergewissern uns, dass keine russische Armee da und Fahrzeug kommt durch das Haupttor. Mittelschwerer Transportlaster. Transport für das Gas. Ich glaube, da unten müssen wir gleich hin. Fahrzeug bewegt sich. Patrouillenfahrzeug. Söldner. Ein Sicherheitsteam. Gute Ziele. Kein russisches Militär. Es kann losgehen, CIA. Blue Viking 5, Echo 3-1 hier. Ungeschützte Truppen, Südtor, Freigabe zum Feuern. Roger 3-1, Ziel erfasst, Feuer frei in 5 Sekunden. 5 Sekunden! Also sind wir für die CIA unterwegs hier. Jo, da unten geht's ab. Da ist gerade Silvester. Echo 3-1, gute Wirkung auf Ziel. Viking zurück zur Basis. Gute Jagd. Besten Dank, Viking. Wir übernehmen jetzt. Ja, wir übernehmen. Vorsichtig, Leute. Nicht, dass wir hier noch in einen Hinterhalt laufen. Obwohl wir eigentlich der Hinterhalt sind. Achtung. Mehrere Schützen. Zu Fuß. Warten wir kurz. Rassledotochitsa, если что увидите, стреляйте! Ausräuchern, jetzt! Gesichert, los! Alle erwischt, perfektes Timing. Da hat wohl jemand mit dem Feuer gespielt. Geschieht Ihnen recht, wenn Sie diesen chemischen Dreck verhökern. Ja, sorry, ich hab mit Feuer gespielt. Müssen die nicht schmoren lassen.
richtig? Nachladen? Alles erledigt. Der Moment ist nicht auf unserer Seite, Leute. Bleibt cool. Ich bin bereit. Mach auf. Bleibt wachsam. Wir sind hier blind. Oh, geht schon gut los. Unterdrückungsfeuer und Rauch da! Unterdrückung! Markiert ihn und haltet ihn aus! Ausrücken! Wir müssen das Gas sichern, bevor ja, sie es wegschaffen. Ja, drück mich einfach da raus, ey. Er ist ungeschützt! Auch gut. Die haben wir. 10 Meter Entfernung! Hat sich Kontakt! Gerade da! Bewegt dich erst, wenn er wegleuchtet! Weiter westlich unserer Position! Hab sich Kontakt! Da steht doch noch einer. Feind, 10 Meter Entfernung! Wo sind sie? Hab ich ihn. Da hat er einmal nur kurz um die Ecke gelinst. Er ist ungeschützt! Den hab ich. Kein Sichtkontakt! Ist da noch einer? Okay. Hab Sichtkontakt! Da ist noch einer. Mann! Bewegen, wenn er wegdreht! Zeig dich endlich! Ziel bewegt sich! Hey! Wir müssen das MG-Nest ausschalten! Mein Ziel! Er ist nicht dabei weg! Hab Sichtkontakt! Macht auf dein Licht! Bewegen, wenn er wegdreht! Nee, da sehe ich nichts. Ah, wo kommt der denn her? Sie sind aktiv, 20 Meter Entfernung. Hab Sichtkontakt. Wer Feuer auf das MG? Bewegen, wenn das Licht weg ist. Sie sind zu schnell. Oh, Nate. Mein Ziel. Licht ist weggedreht. Auf jetzt. Ich sehe einen Nadel, mein Herre. Hab Sichtkontakt. Das müssen jetzt langsam alle gewesen sein. Wow, wo kommt der denn her? Roger, ich sehe sie! Er ist erledigt! Hab ein Ziel! Los jetzt! CIA, ein Fieders mit Fiesen! Hab ein Südseite! Da oben ist ein schönes MG, das ist mal irgendwie... Hab ein Ziel! Haben wir jetzt alle? Das MG ist immer noch da. Och man, da fällt die runter, oder was? Geht er jetzt hoch? Kurz warten. MG ausgeschaltet. Oh, jetzt ist er endlich weg, Mann. Gut gemacht, CIA. Okay, wo geht's weiter? Ah, da hinten müssen wir hin. Los jetzt! Verstanden! Ja, sag doch, dass ihr sprengen wollt! Da fliehen welche! Die brechen zum Lagerhaus durch! Copy! Bewegung! Aktivität! Hab ein Ziel! Nochmal sagen können, irgendwie. Ja, ey, wir sprengen jetzt die Tür. Bleib in Deckung. Nein, ich renn da voll rein, ey. Lade nach! Gesichert! Das Gas muss da drin sein. Sei denn, wir kommen zu spät. Gesichert!
Gesichert! Gesichert! Da könnten Chemikalien drin sein. Masken auf! Auf geht's! Zum Teufel! Die haben den Strom, gekappt. Licht an! Hier nach! Hier drin ist es stockdunkel. Ach was. Ey, das ist, glaub, ist doch jetzt wie so ein Horrorspiel, ne? Gleich kommen die Jumpscares, pass auf. Hast du das gehört? Wer auch immer hier den Strom abgestellt hat, ich sag dir, könnte der Luftangriff gewesen sein. Nein, sie sind hier. Ganz vorsichtig vor. Scheiße, siehst du das? Schnappt ihn. Der wollte mich erschrecken. Los Leute, rückt doch vor. Habe ich dich. Kontrollpunkt, okay. Aktivität auf dem Steg! Hä? Ich sehe nichts. Da ist er. Waren das alle? So. Gesichert! Sonst noch jemand ohne Ticket? Schalten wir den Strom und das Licht an und finden dieses Gas. Roger 3-1. Suche. Lichter an. Strom ist da. Hey! Wir haben ein Problem. Die Typen sind von der russischen Armee. Spetsnaz. Oh, Scheiße. Barkov-Söldner sind Spetsnaz. Wir haben Gefallene von der russischen Armee. Wir müssen sofort hier weg. Negativ. Das Kommando will die Mission beendet sehen. Ist nicht unsere Entscheidung. Ist das ja nie. 3-1 Ende. Sehen Sie nach, ob es da ist. Wir sollten ja eigentlich gar keine von denen töten. Wir machen die Laster startklar. Aber im Zweifel Notwehr, ne? Jackpot. Gas bestätigt. Verstanden, 3-1. Einpacken und zurück zur Basis. Verstanden, rücken wir ab. Wo darf ich mitfahren? An alle Stationen. Wir sind unterwegs zur Evakuierung. Sichert eure Sektoren. Gute Arbeit, Alex. Zum Treffpunkt für Evakuierung. Wir haben mal 5 Meter gefahren. Fängt ja gut an hier. Watcher an 3-1, bitte komm. Alex, ich hab die 3-1. Ja, bitte, zieh mich hier raus. Nein! Hitman! Wer zum Henker sind? Oh, Scheiße. Sieh die, da haben sie doch. Mando Russi. Marines. Amitar. Lass ihn mit da rack. Fahr ran! Ja, jetzt hauen sie ab direkt, ey.
3-1 an, Roger. Alex, was ist passiert? Terrorangriff. Mehrere Marines gefallen. Gas geklaut. Evakuieren, sofort. Roger, da sind mehrere russische Truppen auf dem Weg zu euch. Ausharren. Wir sind unterwegs für Extraktion. Watcher Ende. Die Operation ist jetzt eigenständig. Was zur Hölle soll das heißen? Sie haben keine Freigabe, Colonel. Das sind meine Marines. Wir brauchen auf der Stelle ein Team vor Ort. Das ist nicht ratsam. Und Sie entscheiden das Colonel, nicht. Colonel, Laswell. General, meine Leute... Norris, Sie können wegtreten. Ja, Ma'am. Wir haben ein Problem. Der Kreml hat die Konfliktentschärfung aufgehoben. Die Sechste fährt auf Schwarze Meer und chemische Waffen sind bereits im Umlauf. Da sind Ihre Fingerabdrücke drauf, Laswell. Fixen Sie es. General, Informationen sind unsere beste Waffe. Informationen haben wir schon versucht. Finden Sie eine bessere Waffe. John. Laswell. Wo sind Sie? Beschäftigt. Ich habe ein Problem. Russen? Sie wissen es schon. Terroristen haben chemische Waffen erobert. Sie könnten überall sein. Paris, New York. London. Und das Briefing. Da gerade. Jawohl, Price, Alter. Sergeant Garrick, komm. Hier ist Garrick. Terrorgefahr ist jetzt kritisch. Vermutlich mehrere Angreifer. Bombenträger oder schlimmer. Scharfschützen in Position. Negativ, Sergeant. Es darf keine Panik geben. Wissen die Terroristen das, Sir? Garrick, machen Sie aus London kein Kriegsgebiet, klar? Ja, glasklar. Ende. Wir sind dann wohl allein, Leute. Wir schaffen das. Gehen wir es an, okay? Bestätigt. Sergeant. Achtung. Passt zur Beschreibung. Das sind sie. Saber und Raven, weißer Van, mehrere potenzielle Kämpfer, Waffen gesichtet. Abfangmanöver. Roger, solange kein Angriff droht, nicht angreifen. Weißer Van, links. Los, los! Sie sind hier, Brüder! Sie sind hier! Los! Geschissene Bewegung! Polizei, keine Bewegung! Die Hände hoch! Sofort! Auf den Boden! Sofort! Du machst einen Fehler! Ich sag's nicht nochmal! USBV-Detonation am Piccadilly Circus. Beamte am Boden. Mehrere zivile Verluste. Brauchen hier sofort Sanitäter. Scheiße. Piccadilly Circus. Da war ich tatsächlich schon mal. Ich war also in London unterwegs. Wir haben beschissene Pistolen. Los, man sieht ja nichts, ey. Eure Knarre. So. Weg mit dir. Keine Zivilisten erwischen. Action. Ich habe keine Waffe. Ich brauche hier Feinde. Der Verdächtiger hat die Zivilisten abgefangen. Lauf weg! Verdächtiger ist tot! Gut, das Schuss von dem auf den Arm! Was so was? Verdammt! Wo sind sie?
keinen. Gehen wir. So, dicke MG mitnehmen. Jetzt rocken wir die da weg. Leute, nicht so schnell fahren. Kurz nachladen. Alle Einheiten am Tento-Gebäude. Sofort. Wo ist das Tento-Gebäude? Da vielleicht? Hört doch mal auf, hier alles kaputt zu machen, Mensch. Saber 2, Explosion vor dem Tento-Gebäude. Oh fuck! Verbündete! Alles gut. Hast du eine Waffe? Ja, Sir. Captain Price. Sergeant Garrick. Sie kommen mit. Captain Price, den kennen wir aus den vorherigen Teilen. Wie geil. Die Ecken überprüfen. Helfen Sie uns! Geißel, da oben. Wir brauchen hier Hilfe! 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 Nicht zu voreilig hochgehen. Könnte auch eine Falle sein. Nehmt das ab! Bitte, nehmt mir das ab! Sarge, ich brauch Sie hier. Hilfe! Ich gehöre nicht zu denen! Ich will nichts ab. Bitte, ich will nicht. Es geht nicht auf! Können Sie ihm helfen? Ich versuch's! Ich will meine Mädchen! Sie geht hoch! Ich schaff es nicht! Keine Chance! Ich schaff's nicht! Hilfe! Moment! Was ist das? Nein! An alle! Bombe geräumt! Wir kommen raus! Sanitäter! Bleiben Sie ruhig! Wir bringen sie hier raus. Verletzt? Bin okay. Sie sind heute ein Held, Sergeant. Gar nicht passieren dürfen, Sir. Der Einsatz war halbherzig. Damit alle so tun können, als gäbe es keinen Krieg. Ja, Lüge des Jahrhunderts, ich weiß. Warum halten wir uns dann zurück? Weg mit den verdammten Samthandschuhen! Sir. Ich höre. Bei diesen Einsatzregeln haben wir nicht die geringste Chance, Captain. Sie sagen uns wo, sie sagen uns wann. Wir sagen wie. Wir beobachten die Zelle seit Wochen. Hatten Sie zuverlässige Infos? Eine Menge, Sir. Okay, Garrick. Mitkommen.